Hey meine Lieben, ich bin's eure Jenny, heute mit einem Primer-Call, aber eigentlich ist es so ein Mess, alles mögliche Haul. Nämlich Bershka, Forever 21, Urban Outfitters, was haben wir hier noch? Celine, H&M, alles ist am Start, alles ist hier vertreten. An dieser Stelle sage ich auf geht's. Bevor ich anfange, wollte ich sagen, dass ich euch dankbar bin für den ganzen Support und dafür, dass ihr mich so zahlreich unterstützt auf allen sozialen Netzwerken, dass ihr bei YouNow zuguckt und dass wir jetzt einen persönlichen Draht zueinander gefunden haben. Und das macht mich so happy. Ich wollte euch nur mitteilen, dass mein SmarterArt-Account auf Instagram nun I am Jenny from the Block heißt. Alle Angaben findet ihr hier oder aber auch in der Infobox. Ich versuche euch auch die Preise zusammenzuwühlen. Ich habe nicht mal alle Preise zusammen, leider. Aber ich probiere so gut wie ich kann, so ein bisschen zu rekonstruieren, was gekostet hatte. Aber macht mich bitte nicht auf den Preisen fest. Und sagt mir auch unbedingt, welche Teile ihr in dem Lookbook sehen wollt, welches nach diesem Video kommt. Aber bevor ich mich jetzt hier weiter verhasple, lege ich mal los. Fangen wir mal mit Primark an. Ich meine, deswegen haben die meisten wahrscheinlich eingeschaltet, weil sie sehen wollten, was ich jetzt hier in dieser Primark-Tüte habe. In Hannover war ich ja auf der Glow vor einigen Wochen und dort habe ich mir diesen fantastischen, übermäßigen Rucksack gekauft. Der ist richtig, richtig schön. So, das sind jetzt zwei Rucksäcke. Ich dachte, dass dieser Rucksack eventuell nicht lange überlebt. Und weil ich ihn so schön fand, dachte ich, egal, kauf einfach noch einen dazu. Aber der ist recht stabil und recht solide. Ich bin damit jetzt auch ein bisschen gereist und muss sagen, dass da vieles gut ausgehalten hat. Einen schwarzen Reißverschluss habt ihr hier an der Seite, habt ihr auch einen schwarzen Reißverschluss. Dann könnt ihr eure Sachen hier perfekt verstauen. Vorne habt ihr noch eine Tasche. Und was toll an diesem Rucksack ist, er hat halt diesen holographischen Effekt. Sieht alles so regenbogenmäßig aus, aber man kann nicht genau deuten, was in der Tasche drin ist. Und das finde ich natürlich Weltklasse. Vor allem, wenn da das eigene Portemonnaie oder sowas drin ist. Dieser Lederrock ist besonders schön, weil der hat vorne einen Reißverschluss, auch einen Schlitz. Also das Ganze spielt sich halt vorne ab. Super schön, mega eng. Und das ist halt so ein richtig sexy Bleistiftrock in Lederoptik. Guckt ihn euch an, wenn ihr den wie gesagt sehen wollt. Dann müsst ihr mir unbedingt Bescheid sagen, weil dann gibt es natürlich ein Lookbook, ganz klar. Eine schlichte schwarze Hose, vorne aufgeschnitten. Vorne an den Knien ist so ein kleiner Ritz drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera gut erkennt. Man wird es aber erkennen, wenn ich die Hose anhabe. Hier seht ihr an den Knien, wie ich das meine mit dem Aufschneiden. Das ist eine High-Waist-Hose, ganz schlicht schwarz, Jeans. Dazu habe ich jetzt hier auch noch dieses Kiss-Oberteil. Ich liebe solche Oberteile, die leicht transparent sind, schwarz. Kann ich beim Ausgehen tragen. Ich kann es tragen, wenn ich in die Stadt fahre oder einfach chille. Und so ein schwarzes Oberteil, da kann man echt nichts mit falsch machen. Vor allen Dingen schwarz und blonde Haare ist einfach megamäßig. Dann habe ich auch im holographischen Stil einmal diesen wundervollen Jeansrock. Der leuchtet auch so regenbogenmäßig. Leider gibt die Kamera das, glaube ich, nicht so wieder. Obwohl, naja, geht so. Ich sehe, wenn ich rauf gucke, auf jeden Fall Regenbogenschimmer. Finde ich mega schön. Der sitzt auch richtig gut und hat 20 Euro gekostet. Was ich ein bisschen teuer finde, muss ich sagen. Dann habe ich hier super tolle BHs. Das sind T-Shirt-BHs, das heißt, man sieht nichts durch. Das finde ich richtig gut. Ich mag die T-Shirt-BHs besonders gern bei Primark in Türkis und in Weiß. Dann habe ich, weil wir ja so süchtig nach holographischem Stil sind, auch nochmal eine wunderschöne Klatsch gekauft. Die ist auch in Regenbogenfarben vertreten und die passt einfach zu jedem Teil. Dann habe ich mir eine Celine-Brille gegönnt, die habe ich jetzt aber auch schon getragen. Ich habe sie jetzt ungefähr seit einer Woche. Ich habe sie bereits getragen, wie gesagt, sie ist wunderschön, finde ich. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr die Brille findet. Ich habe auf die Brille ganz lange gewartet. Ich habe sie in Hamburg nirgendwo gefunden, bis ich dann bei Unger war und sie dann fand und sie gleich gekauft habe. Also die Brille ist einfach für mich, für meinen Inbegriff, perfekt, also ich finde sie super schön. Das ist so eine richtige Kim Kardashian Rockstar Brille. Sie hat 280 Euro gekostet, kostet aber, glaube ich, ganz normal im Laden immer 290 Euro. Wenn sie euch gefällt, solltet ihr euch sie kaufen, denn ich glaube, es ist eine nicht limitierte Edition, aber eine zeitbegrenzte Edition. Sprich, das ist jetzt die Kollektion aus diesem Jahr und im nächsten Jahr gibt es die Kollektion halt nicht mehr. Also schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr sie findet. Würde mich interessieren. So, ich packe sie mal ganz schnell ein. Also der einzige Grund, wieso ich mir normalerweise nie so übertrieben teure Brillen kaufe, ich glaube so 130 Euro sind so das Äußerste bei mir. Ich habe den Hang dazu, Brillen zu zerkratzen, mich da drauf zu setzen, sie zu überfahren.
Purzelbäume auf Brillen zu schlagen. Gerade da, wo die Brille ist, da schlage ich einen Purzelbaum, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich schaffe es einfach, jede Brille kaputt zu kriegen und ich bin super, super erpicht darauf, dass diese Brille nicht kaputt geht. Ich werde die Brille in Ehren tragen und immer schön ins Etui tun. Aber ein, zwei Kratzer habe ich, glaube ich, schon drauf gemacht, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Jetzt geht es weiter mit einer sehr, sehr tollen Errungenschaft. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf die tollen Sachen, die ich bei Bershka gefunden habe. Nämlich diese super schöne seidenartige Hose. Guckt sie euch an, Marlene Dietrich Style. Die geht halt bis zum Knöcheln. An den Seiten hat sie einen Schlitz. Und was halt besonders, besonders, besonders schön an dieser Hose ist, ist einfach der Farbton. Es ist so ein richtig schöner Rosé-Champagner-Farbton. Low Crutch, also richtig chillig. Die ist auch mega bequem. Und ich freue mich extrem, diese Hose zu tragen. Ich muss mal gucken. Ich bin jetzt in Berlin am Wochenende und eventuell werde ich die Hose dort tragen. Dann habe ich die tollen Schuhe gefunden. Das sind Wedge Heels. Also so ein bisschen Absatz ist gegeben. Reduziert, weiß, sehen aus wie die Air Force One. Mega, mega schön. Also ich freue mich jetzt schon, die zu tragen. Ich habe sie nur anprobiert, aber noch nicht draußen getragen. Dann habe ich den Schuh eigentlich genau eins zu eins gleich. Hier in Schwarz. Auch wieder ein bisschen höher, so 5-6 cm Sohle. Und hier mit ein bisschen Gloss, wollte ich schon sagen. Mit ein bisschen Lack, mit einer Schnalle. Und der Schuh ist auch echt nicht teuer. Reduziert hat er 27,99 gekostet. Und das kann man auf jeden Fall machen. Und das gleiche Thema, wo wir beim Thema sind, habe ich hier praktisch nochmal in cremefarben. Cremefarben ist auch richtig, richtig toll. Kann man Creme dazu sagen? Es ist eher so khaki-braun oder sowas. Schreibt mal in die Kommentare, was das hier für ein Farbton ist und vor allen Dingen, was ihr genau bis jetzt sehen wollt. Forever 21, passend zu den Schuhen, die ich euch gerade gezeigt habe, habe ich auch nochmal eine richtig tolle Ausbeute gemacht. Und zwar diesen braunen Schuh, okay. Dieser braune Hut, der perfekt zu den Schuhen passt. Und der Hut ist halt, hat halt einen steifen Schirm. Und das finde ich super toll, weil ich da nicht das Gefühl habe, dass das immer so runterklappt wie bei so einem Schlapphut. Das nervt mich nämlich immer. Und hier haben wir das gleiche nochmal in einem anderen Farbton. Seht ihr, der Farbton ist ein bisschen anders. Und ein bisschen heller ist dieser Hut. Und ein wenig kleiner vom Schirm her. Also mega schön. Freue ich mich voll, jetzt schon drauf, den zu tragen, beziehungsweise das alles zu tragen. Dann habe ich mir bei Tailywell die weiße Hose gekauft, weiße Jeans, schwarze Jeans, aufgerissen, aufgeschnitten sind für mich eh immer ein Highlight, kann man immer machen, vor allen Dingen zu den Sneakers, also wie gesagt, Lookbook Baby, das schreit danach, folgt mir auf meinen sozialen Netzwerken, wenn ihr vor allen Dingen auch den Look nochmal anders, beziehungsweise nochmal komplett kombiniert sehen wollt auf Instagram. Dann müsst ihr mir folgen und ich zeige euch einfach mal, wie das alles aussieht. Jetzt habe ich hier Urban Outfitters in der Hand. Urban Outfitters, richtig krass. Das ist einfach mal so eine Shorts. Die Shorts ist von Adidas. Guckt euch mal bitte das Adidas-Schild an. Und dann hier an der Seite die klassischen Streifen. Super klassisch geschnitten. Aber das Highlight an dieser Shorts ist, dass es ein Hosenrock ist. Also es wurde zu einem Hosenrock verarbeitet. Und ich werde diese Shorts, die jetzt für euch aussieht wie ein Shorts, wie ein Hosenrock tragen mit High Heels. Also das Outfit gibt es bei mir immer nur mit High Heels. Passend dazu habe ich mir einen Sport-BH gekauft. Das beides kombiniert wird richtig klasse aussehen. Das weiß ich jetzt schon. Und sowas würde ich auch auf einer Feier anziehen. Sowas würde ich, keine Ahnung, auf irgendeinem Event anziehen oder so. Ich finde, das passt super gut. Bei H&M reduziert habe ich diese Bluse gekauft. Die gibt es bei H&M reduziert. Guckt sie euch an. Die ist wunder, wunderschön. In so einem richtig guten Baumwollstoff. An den Ärmeln ein wenig mit Schlag. Und die Hose werde ich definitiv kombinieren mit. Warum sage ich Hose? Diese Bluse werde ich definitiv kombinieren mit dieser Hose. Farblich auch super abgestimmt. Guck mal hier die Farbelemente. So, und das war's auch schon. Das ist mein aktueller Haul. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr davon sehen wollt. Und dann gibt es natürlich auch ein Lookbook dazu. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich, euch in wenigen Tagen wiederzusehen. Bis ganz bald. Ihr seid schön, wie ihr seid. Bye, bye. Mua.